Servus und willkommen zum weiteren Part von Let's Play Need for Speed Hot Pursuit. Im letzten Part waren wir wieder Kommissar. Wo machen wir weiter, ist die Frage. Duell, da sehe ich mich. Duell ist super reiches Essen, meiste Kopfgeld zu erhalten. 4 Uhr, sowohl klar als auch. Piss. Macht irgendwie Sinn. 20,2 Kilometer läuft das Duell. Lass mich hoffen, dass alle. Das war's mal. Nee. Alter, der hängt mir aber am Hintern. Fängt gleich schon mal gut an, der Part. Mit einem Duell, das mit der Gegner schön am... Und erstmal schön Tokyo Drift Action. Und ich dachte nur, so wie ich drifte, bin ich ja fast ein Sion im Rift. Ja, sagt es. Was die Kurve angeht, sind zwar beide Pest und Cholera. Also der Shelby liegt bescheiden, als auch der Porsche. Kann mich aber auch irren, ihr wisst, kommt doch vor die Kommentarfunktion, da ist. Richtig, man kann mich korrigieren. Ist so. Falls man fragt. Hashtag ist so. Ist so. Wenn ich die Audio dafür hätte, hätte ich sie öfters mal in Videos eingebaut. Hashtag ist so. Und jetzt weg da. Wollten schön Drift hinlegen. So driftet man noch nicht anders. Deswegen ist der Regen sehr gut. Der ist sehr driftfreundlich. Sehr freundlich. Soll nicht vergessen, dem hänge ich am Hintern. Obwohl, wir hängen uns gegenseitig am Hintern. Ah. Es liegt zwar 3 Sekunden hinter, weil ich die Abkürzung nicht erwischt habe.
Aber nichts, was ich nicht aufholen kann. Kurve, deswegen kann ich nämlich schön reinduften. Haha, genau deswegen. So, da, da, 1 Kilometer bis zum Ziel. Jetzt heißt es noch halten. 3, 2, 1. Und jetzt komplett Nitro verböllern. Erster. 5 Minuten 10, ja, nice. Und das mit dem Shelby. Hätte ich nicht. Das ging mir ein wünschiges Baby. Ach. Super serious. So, hier noch die Vorschau und das Zeitrennen. Na, mit... Roter AMG! Ich könnte auch einen weißen AMG nehmen, aber nö. Schade, es gibt leider den... Dem Need for Speed nicht, aber sollte ich mal Carbon Let's Playen, dann gibt's Purple Lamborghini wieder. Oder ich komme an der Underground-Teile ran. 11 Kilometer. Und ich muss dem am Arsch kleben bleiben. Sofort Nitro laden. Je schneller es geht, desto besser. Ach, hat der einen Crash gehabt? Ach, süß. Jetzt zieht er mir auch noch davon. Ich liege 1,5 Sekunden hinter ihm. Ah, na, wie heißt das schön richtig? Ich habe Nitro. Ach nee, es heißt in der Linksprache anders, nämlich ich habe Lifestyle. Jawohl, ja, gewonnen, indem ich noch von hinten das Nitro rausgezogen habe. So macht man das. So gewinnt man Duelle.
Wenn es weiter so geht, bin ich eigentlich bald noch Delinquenzstufe Level 2. Hier hat man noch eine kleine Vorschau. Enforcer Performance, da muss ich mich auch nochmal probieren. An dem Rennen muss ich mich noch probieren. An dem Zeitfahren. Extreme Wahrheit. Ach komm, machen wir die Prestige als Rennen nochmal. Grün, weil grün ist meine Lieblingsfarbe. Je mehr wir in Gold haben, desto besser. Ist auch gut für unser Kopfgeld. Ich weiß nicht, wie lange das Projekt geht. ...6.15 muss ich unterbieten. ...6.15 muss ich unterbieten. Aber es ist ja noch nicht aller Tage Abend, sagt man so schön. Nice, Platz 1. Hatte Platz 1. Wir gewonnen, so zerronnen, sagt man so schön. Ja, ein Verkehrsunfall im Drift. So, und den Kollegen habe ich wieder hinter mich gebracht. Erstmal. Was für eine Int-CPU. Ist hier ein ganz schön enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Und ich jetzt einiges lassen musste, weil ich schön die Wand geknutscht habe. So, da, den haben wir und den haben wir auch wieder. Und schön weiterhin Gas geben. Vollgas eindrücken. Nicer Drift.
Müsste ich jetzt nicht beide Hände am Controller haben? Hätte ich mir jetzt auf die Schulter klopfen können. Na geht doch! Ich fahr mal die Karre nicht halb zu Schrott. Es ist eine Lernkurve erkennbar. Mehr oder minder. Sag zum Knutsch die Wand. Und jetzt noch schön das ganze Nitro verböllern, dass wir sogar Rekord einstellen. Erster die Prestige. Alter, das war gut. Hat mir ja gut über eine Minute abgenommen. Nice, neue Karre. Oh, ein Maserati Gran Turismo S Performance Series. Elegant und zugleich sportlich. Hoho. Jetzt noch einen schicken Hot Pursuit. Den nehme ich natürlich in Weiß. Ich bin ja so ein Engelchen. Kappa. Ich weiß, einige würden sagen mit einem B. Einige würden sagen Engel, aber mit einem fetten B vorne dran. Ach so, ist Martin DBS. Nice! Oh? So geht's auch! Also dein Arbeitstag ist gelaufen! Sein Arbeitstag ist auch schon so gut wie gelaufen. Nice, den nächsten mit dem Nagelband gefetzt.
Gegner fährt äußerst aggressiv. Ja, welcher von uns vieren? Wir fahren alle nicht gerade wie die Unschuldslämmer. Ah. Jawohl, der Nächste. Alle Einheiten, Straßensperre außer Gefecht gesetzt. Aber da bin ich voll ins Nagelband gerauscht. Aua. Das war das zweite Nagelband. Naja, ein Vorteil hat's. Ich kann's Feld von hinten aufräumen. Kann ich mir aber nicht mehr immer erlauben. Ach so, Panamera mal wieder. Glaub, wie heißt der? Shindy hat's besungen? Jawohl, und auch noch gecrashed. Game over, mach mal nochmal. Keine Medaille, weil ich gehintet habe. Es ist so gut gelaufen. Probieren wir gleich nochmal. Ich will mich da jetzt verbessern. Aber hey, warum muss ich auch ständig in alles reinrasen? Tja. Zentrale, wir haben hier mehrere Fahrzeuge, die mit sehr hohem Tempo in unsere Richtung kommen. Wir brauchen hier ein paar Straßensperren. Nice! Tja, gibt's wohl keinen elektromagnetischen Impuls. Oder wie sagt Heidi Klum? Heute habe ich kein Foto für dich! Schon gefragt, wer von uns will. Wir fahren alle nicht gerade hier wie die Unschuldslämmer. Tja. Hätte er sich mal nicht in meinem Rücken aufgehalten.
Hätte sich der Junge mal nicht in meinem Rücken aufgehalten. Dann hätte er das Nagelband nicht gefressen. Ja, wow, auch schon bemerkt. So, du hast Feierabend, Kollege. Oder wie nennt man das im Pokémon? Wallet KO? Der fliegt! Oh, und Takedown. Upsi! Also ein... What a KO! Takedown! Upsi! Ich wollte dich eigentlich One-Hit KO'n! Wie deine ganzen Kollegen! Alter, was? Das hat mich gerade den Sieg gekostet. Ach komm, nehme ich dich noch mit. Ja, immerhin besser als davor, das ist schon mal sicher. Ja. Immerhin, wir haben noch einen neuen Wagen bekommen als Ausgleich. McLaren MP4 12 I12C, Exoten. Boah, nehme ich. Nehmen wir. Alles geheim. So, da la. Und meine Uhr hat mir schon gesagt, ich sollte den Part beenden. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Sorry, wenn es ein bisschen zu hell leuchtet. Ich nehme nämlich mitten am Abend auf. Und irgendwie will gerade die Kamera den Hellabgleich nicht so haben. Oder das liegt einfach daran, dass ich was Weißes trage. Ciao, ciao!